Hi, ich zeige euch heute ein Kochkäse-Rezept und ich muss ehrlicherweise zugeben, Kochkäse mochte ich noch nie. Also der aus dem Supermarkt, den fand ich schon immer eklig. Da hat mir auch gar keine Sorte geschmeckt, also völlig egal. Meine Eltern damals gekauft haben, der hat mir einfach nie geschmeckt. Mein Bruder und meine Mutter fanden ihn immer richtig lecker, aber ich fand das immer, ich weiß nicht, ich hätte den mir nie gekauft. Und dann habe ich mir einmal in so einem Bauernladen Kochkäse gekauft, weil der tatsächlich auch irgendwie lecker aussah. Zumindest hat er mich jetzt optisch nicht abgeschreckt. Und ja, seitdem liebe ich Kochkäse. Dann habe ich mir überlegt, ja, wenn die den selber machen, dann kann ich ihn auch selber machen. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Und genau das ist es. Er ist überhaupt nicht schwer zu machen. Wir brauchen wie immer nur wenige Zutaten. Ich benutze meinen Kochkäse zum Beispiel für Bowls oder Gemüsepfannen. Ihr könnt aber auch dazu ein Schnitzel essen. Habe ich gehört, das soll auch richtig lecker sein. Also eurer Fantasie sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Und natürlich aufs Brot ist es auch super lecker. Dann würde ich sagen, legen wir los und ich zeige euch mal das Rezept. Als allererstes macht ihr wie immer den Herd an. Machen wir auf volle Stufe. Dann kommt die Butter rein. Die lassen wir jetzt erstmal schmelzen. Wenn unsere Butter geschmolzen ist, kommt jetzt die Sahne dazu. Dann rühren wir einmal um. Und dann unser klein geschnittener harzer Käse. Und jetzt muss das so lange gerührt werden, bis alles miteinander verschmilzt. Wenn alles mittlerweile verschmolzen ist und zu einer Masse geworden ist, dann kommt unser Magerquark noch dazu. Wir rühren das jetzt unter, bis der Magerquark auch verschmolzen ist, also quasi eins mit der Masse geworden ist. Wenn wir alles miteinander vermengt haben und das quasi eine homogene Masse ist, und nochmal aufgekocht ist, dann ist es auch schon bereit, um es abzufüllen. Und ja, dafür nehme ich einfach ein Gefäß. Wer mag, kann noch ein bisschen Kümmel draufstreuen. Das muss aber nicht sein, das ist nur optional. Wer es nicht mag, lässt es einfach weg. Ich mache jetzt ein bisschen was drauf zur Dekoration. Ich lasse das Ganze jetzt noch leicht abkühlen und dann tue ich es in den Kühlschrank, damit das richtig schön durchzieht. Unser Kochkäse ist jetzt wunderbar durchgezogen. Der riecht auch richtig lecker. Ich habe hier noch eine Scheibe von meinem selbstgebackenen Brot. Wenn ihr das Rezept noch nicht kennt, dann schaut bei mir auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich auch ein Video darüber gedreht. Dann probiere ich das Ganze mal. Es kann ruhig noch ein bisschen länger durchziehen. Das war jetzt nicht so lang im Kühlschrank. Ruhig noch ein bisschen. Dann ist das, jetzt ist es noch relativ cremig und später ist das ein bisschen fester, aber ich mag es auch so cremig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, schreibt mir unten in die Kommentare rein, wie ihr meinen Kochkäse fandet und ja, bis zum nächsten Video. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts und dann bis zum nächsten Mal. Leute, wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn. Es ist so unfassbar lecker.